Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Erst hat Sandra gesagt, spätestens um 11:30 ist sie weg und jetzt kriegt man sie gar nicht mehr von der Backe. Eine geht noch, schreit sie die ganze eine Zeit. Eine kurze. Bürstenfilter nach Trommelfilter sinnvoll. Hallo Herr Kammerer, im kommenden Frühjahr werde ich meinen Filter umbauen. Für den Grobschmutz ist ein Trommelfilter von Oase im Einsatz, den ich aus meiner bestehenden Filtertechnik übernehme. Danach soll die Biologie, soll der biologische Teil mit zwei Kammern je 1 Kubik folgen. Teichvolumen 20.000 Liter. Zu meiner Frage, wie bestücke ich die beiden Kammern am besten? Variante 1, statisches Helix in der ersten Kammer und in der zweiten Kammer bewegtes Helix. Variante 2, Bürstenfilter in der ersten Kammer und in der zweiten Kammer bewegtes Helix. Variante 2 hätte den Vorteil, dass in der Urlaubszeit mit einem Bypass der Trommelfilter umgangen werden kann. Viele Grüße, Stefan. Egal wie du es machst, mach kein bewegtes Helix. Das ist ein Dreckschredder, das braucht kein Mensch. Da benutze ich auch viel zu wenig der eigentlich möglichen Oberfläche, weil es kann nur die geschützte Oberfläche, aber das mit den bewegten Filtern, das haben wir jetzt wirklich mehrfach in vielen, vielen Blogs besprochen. Überall dort, wo ich es noch sehe, ist es wirklich so, wenn das mein Filterbehälter ist, hängt das Filtermaterial irgendwo, dann kommt das Wasser rein und geht quasi ungefiltert. Kennst du den Scheiß? Natürlich. Überall, überall. Es gibt natürlich welche, wo das im Körper schön, also aufs Volumen schön die Teilchen verteilt sind, dann sind aber so wenig drin, dass man sich die Filterkammer ganz sparen kann. Also macht statisches Material. Ich bin großer Freund von Bürsten und du hast natürlich recht, wenn du dann im Urlaub bist und du willst sie nicht auf deinen Trommelfilter verlassen, dann siehst du das, darfst aber eins nicht vergessen, du hast natürlich seither diesen Bürstenfilter auf die Autotrophie, also auf die Nitrifikation konditioniert. Jetzt kommt da Schmutz rein, dann hast du sehr starke heterotrophe Anteile da drin. Und das kann natürlich deine Autotrophie erstmal schwächen. Das ist jetzt aber Theorie, wie es in der Praxis nachher aussieht. Ich würde auf jeden Fall Oase, Top-Trommelfilter, ich würde erst durch einen Bürstenfilter und danach durch einen Trommelfilter. Genau, hätte ich auch gesagt. Aber warum, werden wir irgendwann im Blog verraten. Machen Sie es gut, bis die Tage. Und das war jetzt wirklich ein kurzer Blog. Bis zum nächsten Mal. Ich verrate auch nicht mehr.